Frachtumleitung. Und damit recht herzlich willkommen in Trains im World. Ja, heute Baureihe 185. Willkommen in Wuppertal-Langerfeld. Der Zug ist bereit und wartet. Ja, was anderes kann er auch nicht tun, denn ohne uns kann er schließlich nicht wegfahren. So, rein mit uns. Stufen hochsteigen, Tür hinter uns schließen, auf den Sitz pflanzen. Dann kommt hier schon der Gegenzug, den wir ganz kurz grüßen. Mit Fernlicht. So. Ja, stellen Sie den Hauptschalter auf vorwärts, das ist der Fahrtrichtungswender. Und dann kann es auch schon losgehen, laut der Anzeige hier. Ich möchte ganz gerne die PZB noch haben. Dann stellen wir das Licht mal noch richtig ein. Dreimal weiß bitte. So, Stromabnehmer schaue ich mir auch nochmal an. Dass wir das hier auch möglichst realistisch machen. Ja, nehmen wir mal bitte den vorderen Stromabnehmer. Ja, will sie auch nicht so richtig, okay. An der Stelle nochmal ganz kurz der Hauptschalter raus. Ne, Hauptschalter raus ist nach unten. Stromabnehmer runter. Okay, die sind unten. So gefällt mir das doch schon viel besser. So, der Zug, der rutscht hier ein bisschen übers Gleis, nicht wundern. Die Bremse habe ich jetzt extra noch mit angezogen, aber irgendwie wollte der das gerade noch nicht. Federspeicherbremse sollte demzufolge nach auch gelöst sein. Und die Batterie ist ja schon eingeschaltet. So, dann setzen wir uns auf den Sessel. Jetzt aber auch Hauptschalter an. Dann AFB... Ach, wir schalten sie mal an. Wir haben Containerzug AFB, dran, da geht das. AFB, AFB. So, Bremse lösen. Direkte Bremse auch. PZB ist aktiviert. Und dann gehen wir hier mal auf 120. Nee, E wollte ich jetzt nicht drücken. Beziehungsweise aufstehen wollte ich nicht. Und dann schalten wir Leistung auf. Zugsmaschine bleibt bitte aus. Beim Güterzug auf jeden Fall. Denn sonst grillen wir am Ende vielleicht noch den Rangierer. Und das ist nicht Sinn und Zweck der Zugsmaschine. So, ganz viele Container hinten dran. Habak-Lloyd unter anderem, Hamburg Süd. Die typischen Container-Verleihmarken. Und los geht's beim Kilometer 122,6. Angelangt. Nee, frei wollte ich bitte. Dankeschön. Und dann kann es weitergehen. So, erstmal den Zug auf Geschwindigkeit bringen. Und ich denke mal so, naja, 100 wären für die Wagen im beladenen Zustand als Geschwindigkeit angesetzt sein. Nehmen wir VMAX 100 heute. Ah. Der Fahrtrichtungswender, den wollte ich jetzt auch nicht haben. Gut. Jetzt läuft die Lokomotive wieder normal. So, die Lämpchen leuchten grün. So soll das sein. Und in ca. 600 Metern fahren wir durch den Bahnhof durch, wo wir durchrasen sollen. In dem Fall Schwelm West. Was für ein Name. So, einmal Langsamfahrstelle. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. So, dann schon nichts unter 70 runterbremsen. Auch wenn es dort eine 80 ist. Aber die PZB zwingt uns auf die Geschwindigkeit runter.
Sonst wird eine Zwangse ausgelöst und das wollen wir nicht. Dann lassen wir den mal wieder langsam beschleunigen. Trotzdem noch unter den 70 bleiben. Ah, die hat viel Leistung hier im Simulator, die Lok. Zugbeeinflussung. So, und dann geht's auf 80. Ja, die AFB ist auch hier nicht so leicht zu konfigurieren, wie im Train Simulator. Die zuckelt so ein bisschen hin und her. Die Ansteuerung mit der Maus ist da ein bisschen komisch. Ah, das wird sich sicherlich noch geben im Laufe der Zeit. Transim World hat ja wirklich viele Stellen, an denen DTG noch ein bisschen arbeiten kann. Für mich gehört die Ansteuerung aber auf jeden Fall mit dazu. So, 80. Jetzt mal schön E-Bremskraft nutzen. Der Zug beschleunigt jetzt sowieso gleich wieder von selbst. Weil die Wagen hinten drücken immer noch in die Senke rein. Und jetzt geht's den Berg wieder hoch. Na gut. Und dann wieder Leistung aufschalten. So, Signal ist auf grün. Cool, wie das hier zwischen den Wänden entlang geht. Sieht richtig krass aus. Ist zwar ein bisschen laut draußen, aber das gehört dazu. Das ist Eisenbahnfahren. So, hier rechts und links tauchen immer komischerweise so die Bodenobjekte auf. Die lassen sich nicht so richtig ausblenden, merke ich gerade. Dort vorne auch beim Tunnel, der ist so ein bisschen, ja, mit Texturen noch bedeckt. Desto näher wir drankommen, desto mehr versinken die im Boden. Das ist auch ein bisschen unsauber gearbeitet. Aber ich glaube, das hängt auch ein bisschen mit der neuen Engine zusammen, die halt hier im Train Simulator oder die im Train Sim World Verwendung findet. Die Unreal Engine. So richtig ist es noch nicht ausgetüftelt. Aber es ist auf jeden Fall spielbar und wir sollten uns darüber freuen, dass wir diesen Simulator haben. Geht wieder ein bisschen bergab. Auch die Signale flimmern so ein bisschen komisch. Das kann ich sogar noch nachvollziehen. Da sind halt Bäume oder Masten mal dazwischen und dann blinkert das so komisch. Davon vielleicht auch nicht unbedingt irritieren lassen. Das ist in Natura auch ein bisschen anders. Und 40,6. Das heißt, wir sind jetzt schon auf einer neuen Strecke. Oder wir hätten einen Kilometrierungswechsel. Beides ist möglich. Ist aber, wo sollen wir denn eigentlich mit dem Zug anhalten? Durch Gevelsberg Hauptbahnhof fahren wir auch noch durch. Das ist wahrscheinlich in 2 Kilometern dann. Aber erstmal sind es 80 für uns. Mit denen müssen wir uns noch begnügen. Wieder die 80. Das flimmert so richtig schön mit dem Sonnenlicht hier. Das schillert so über die Bäume noch drüber. Dann kommt die herbstliche Stimmung noch mit dazu.
Das ist einfach grandios. Es wäre jetzt noch cool, wenn wir gegen die Sonne fahren würden. So richtig in den Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang hinein. Müssen wir ganz kurz nach der Uhrzeit gucken. Ja, demzufolge Sonnenuntergang. 15.20 Uhr, na gut. Relativ früh, aber kommt immer halt drauf an, wo man gerade fährt. So, und wenn wir schon dabei sind, wo man fährt, dann kann man auch gleich die 100 km pro Stunde ausnutzen, die wir hier fahren dürfen auf dem Streckenabschnitt. Servus. Ja, kurz abblenden, in der Regel die Möglichkeit, den Kollegen im Gegenzug zu grüßen. Da es sich um eine S-Bahn-Linie handelt, sind Verspätungen und langsames Fahren zu erwarten. Vielen Dank. Das bekommst du normalerweise auf der echten Lok von der Fahrdienstleitung mitgeteilt. Da kommt keine Einblendung im Display. Außer bei LZB-Fahrten. Da hast du indirekt auch eine Einblendung. Aber da erfährst du in der Regel nicht den Grund für dein langsames Fahren. Und solange der Zug eh rollt, brauche ich auch noch nicht abbremsen. Wir haben hier so oder so den Regelbremsweg zwischen den Signalen zur Verfügung. Und die AFB hält den Zug auch ganz gut bei Geschwindigkeit. Ich sehe da jetzt keine gröberen Geschwindigkeitsübertretungen, immer was ganz Leichtes nur bisher. Die Lichtkonfiguration gefällt mir hier gerade noch nicht so. Wieso sind denn die beiden inneren Leuchten gewählt? Zugbeeinflussung. So, wir sollen runterbremsen auf 90. Die LF6-Tafel war schon da. Und der nächste Gegenzug. Nochmal kurz abblenden. Und auf. Ah, der hat einen Leerzug. Definitiv weniger Gewicht, als es bei uns der Fall ist. So, mit 90 geht's dann in den Gleisbogen rein. Jetzt muss ich auch mal ganz kurz nach vorne gucken mit der Kamera. Oh, sieht das schön aus. Zwei schwarzen Loks von NRCE Dispo-Lok vorne dran, Mitsui Rail Capital Europe und hinten dran, naja, der rote, orangene Schwanz, bestehend aus Containerballons. So, jetzt schauen, aber ich kann auch nicht verändern, dass der hier die Außenscheinwerfer geht, schade. So, in den Gleisbögen passe ich jetzt mal ein bisschen mehr auf die Schiene bzw. auf die Signaltafeln auf. Ja, 80. Zugbeeinflussung. Super. Der Geschwindigkeitsprüfabschnitt hat seine Arbeit getan. Wir müssen nicht runterbremsen auf 70. Überlasse ich dann der AFB. Die macht das schon mit der E-Bremse. Wir können schon wieder Leistung aufschalten. Und dann nimmt es automatisch Leistung dazu. Was ist denn das Große da drüben? Ist das ein Gasometer? So, 80 darf hier gefahren werden, die haben wir schon auf dem Tacho. Ja, das schaut aus wie ein Gasometer. Das sind so große, Tanks, sag ich mal. Und die sind halt höhenverstellbar. Und dadurch wird halt gewährleistet, dass
dass entsprechender Druck immer auf den Anschlussleitungen ist. Das lässt sich jetzt ein bisschen schwierig erklären, so ohne Beispiel, aber wen das interessiert, was ein Gasometer ist, einfach mal bei Google reinhämmern. So, Hagenheubing. Das ist dann der Ort hier. Alles klar. Kurz nach vorne Lucky machen. Signal ist auf grün. Hier kann ich aber auch nicht noch was umstellen. Wieso schnappt sich die Lokomotive? Die inneren Lichter. Ja, da vorne kommt wieder was. Irgendeine Langsamfahrstelle. 70. Zugbeeinflussung. Ja, da kommt auch definitiv die Beeinflussung von der PZB. 70 haben wir aber schon erreicht, also kein Problem für uns. Einfach die Geschwindigkeit halten. Sollten sie aber trotzdem nicht zu sehr übertreiben und uns an die Geschwindigkeit ranwagen, denn wir müssen sowieso weiter abbremsen. Zugbeeinflussung. So, voraussichtlich auf 40 runterbremsen. Wir können uns mal die Anzeige schnappen, aber die sagt uns auch nur die 70 für das LF7. Ja, dann müssen wir eben auf die 40 runtergehen. Weil den Fahrplan habe ich nicht dabei. Den gibt es hier leider für uns im Simulator nicht. Und wenn, hatten nur die fiktive Fahrdienstleitung vor Augen. Auch cool, wie die hier die Bremsen gar nicht anzieht. Die Luftdruckbremse müsste eigentlich beim Führerbremsventil reagieren. Zwangsbremsung. Ja, was denn jetzt? Zwangsbremsung. Ja, so Geschwindigkeitsüberschreitung gab es hier gerade nicht. Zwangsbremsung. Das Signal hat keinen PZB-Gleismagneten. War hier eine LF-Tafel irgendwas versteckt, die ich übersehen habe? Ne, da war nichts. Unter 70 war ich auch. Dürfte keine Zwangse auslösen. Und das Signal war noch nicht in dem Abstand, dass es hätte bestätigen können überhaupt. Beziehungsweise da gar kein Gleismagnet da war, gäbe es auch gar keinen Grund, das zu bestätigen. Nach Regelwerk sollte man auch die bestätigen, ja, ich weiß. Mache ich auch meistens. Hertz ist ja auch vollkommen fehl am Platz. Der 500 Hertz Leuchtmelder hat zu leuchten, wenn dort vorne HP0 angezeigt wird. Oder ein anderer Haltbefehl, wobei ja HP0 immer mit inbegriffen ist. Das geht bei der Signalstellung gar nicht an, der 500er. Also gerechtfertigt war die Zwangsa an der Stelle nicht. Die AFB-Haltebremse hat sich auch gelöst. Gut, aufgrund dessen, dass wir jetzt den 500 Hertz Gleismagneten aktiv haben, beschleunigen wir bis Vmax 25. Ach, steht sogar da, okay. Na komm hier, bevor wir wieder eine Geschwindigkeitsübertretung haben. Ist klar, wir waren bei 24. Zwangsbremsung. Na gut, dann warten wir eben nochmal. Ja, und auch, dass hier oben 30 angezeigt werden, ohne entsprechende Vorankündigung, ist das eigentlich auch so nicht möglich. Wir würden normalerweise die Geschwindigkeit von 40 annehmen.
ist halt hier im TSB alles ein bisschen anders. Sondern beschleunigen wir dieses Mal nur bis 20. Nicht, dass er uns wieder unbeabsichtigt oder übertriebenerweise eine Zwangse reindrückt. Sind wir wachsam, wachsam. Dann stellen wir die AFB auch gleich auf 30 ein. So, hier dürfte uns jetzt nämlich nichts reindrücken. Das finde ich halt immer so ein bisschen schade, wenn man wirklich ungerechtfertigt irgendwie eine Zwangspension reingedrückt bekommt. Aber naja gut, was ist denn das hier vorne? Rotes auf dem Gleis? Hä? Ich bremse jetzt mal nicht ab. Das schaut einfach nur sehr komisch aus. Hat hier eine Farbe ausgekippt oder was? Ist klar. Markierung für meine Fahrstraße oder wie? Was zum Teufel ist das? Ich könnte mir das jetzt vielleicht so ein bisschen herleiten von den Markierungen, wo man anhalten soll mit dem Zug. Aber das hier ist ja echt ein bisschen übertrieben. Und normalerweise sieht das auch ein bisschen schöner aus, die Markierung, wo man anhalten soll. Aber das scheint hier so gewollt zu sein. Ja, das ist tatsächlich die Markierung. Na gut. Ja, viel weiter werden wir scheinbar nicht geführt. Nee. Da ist dann die Strecke zu Ende. Ja. Eine weitere Fahrt auf der Strecke Rhein-Ruhr-Osten. Mir hat es viel Spaß bereitet. Ich hoffe, dir auch. Und wenn das der Fall gewesen ist, dann Däumchen hoch. Und ja, abonnieren, insofern du es noch nicht getan hast. Ich würde mich darüber freuen, dich ein weiteres Mal in Transim World oder dem Train Simulator begrüßen zu dürfen. Und in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ja, dein Think New Fly New.